Hey, was ist denn hier los? Es sind doch noch 5 Minuten. Ja, genau. Aber der Micky, der wollte schon ein bisschen Quatsch machen. Ach so, damit die Leute aufmerksam werden. Ja, genau. Und ich glaube, wir sind viel zu früh dran. Wieso? Na, wir gehören doch zu Ostern. Ach so, ja, stimmt. Wieso, ist jetzt nicht Ostern? Nein, jetzt ist doch Weihnachten angesagt. Ach so, Weihnachten, stimmt ja. Weil ohne Weihnachten gar kein Ostern. Ja, so ist das. Na dann, machen wir vielleicht einen kleinen Kükentanz. Ja, ja, ja. Hallo, ihr Lieben. Ho, ho, ho. So, das muss einfach mal sein. Ein bisschen Spaß muss sein. So, herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender 2019. Ja. Heute in der Adlerstraße 2. Heute bin ich auch nicht alleine, sondern Dominik Cifronetti ist bei mir und streamt ebenfalls live auf Insta. Und da könnt ihr alle auch mal über ihn gucken. Er wird wahrscheinlich neue interessante Perspektiven auf ein altes Geschehen werfen, genauso wie wir das auch in diesen beiden Büchern immer getan haben im literarischen Adventskalender 2019. Ihr erinnert euch, der literarische Adventskalender 2019 ist ein Projekt der Jugendkoordination Kronberg. Deswegen streamen wir auch heute kurz vor Weihnachten aus der Adlerstraße 2, der Base der Jugendkoordination Kronberg, Kaffeekollektiv, formerly known as Treff International, was draußen noch auf dem Schild steht, und noch formerly known as Elektro heißt. Da befinde ich mich gerade und da bin ich auch noch bis 18 Uhr oder so. Das heißt, wenn du noch kein Weihnachtsgeschenk hast, wie ich ja hier oben in der Beschreibung schon geschrieben habe, und du willst gerne noch ein Buch auf die Schnelle kaufen, dann kannst du das tun. Denn ich habe genau insgesamt 5 Exemplare dieses fantastischen Buchs dabei, dass du hier käuflich erwerben kannst und sehr gerne auch eine Widmung reingeschrieben bekommen kannst, für wen auch immer du das gedacht hast. Ja, Jugendkoordination ist eine neue, innovative Form der Jugendarbeit, die die Stadt Kronberg aufbaut. Ja, sozusagen Rebels at Work. Ja, wir versuchen quer zu denken, versuchen mal die Sache anders anzugehen, versuchen Räume der Begegnung zu schaffen zwischen jüngeren und älteren Bürgern dieser Stadt, dass man einander Geschichten erzählen kann, dass man sich kennenlernen kann, dass man miteinander zusammenkommt, um so das allgemeine Konfliktpotenzial zu minimieren. So, es weihnachtet sehr. Ein Best-of der letzten 7 Jahre, Weihnachtswundernacht und Weihnachtswunderzeit, das neue Buch, das Trio Infernal, das Autorenkollektiv bestehend aus Frank Ponkowski, Thomas Klappstein und Micky Wiese. Heute lese ich eine Geschichte aus Es Weihnachtet sehr vor. Ich habe ja eben schon gesagt, Weihnachten ist auf dem Weg. Wir sind kurz davor, Endspurt sozusagen. Ja, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst 1, dann 2, dann 3, dann 4. Und ihr wisst schon, ne? Wenn das 5. Lichtlein brennt, und genau darüber habe ich eine Geschichte geschrieben, die ist so krass. Sie ist krass wie das Leben selbst. Also schnallt euch an, es könnte krass werden. Genau. Das 5. Lichtlein, der Gott der zweiten Chance. Es war kalt unter der stillgelegten Eisenbahnbrücke am Hafen der großen Stadt. Die rostigen Eisenträger schimmerten in der Dunkelheit in warmen Erdtönen vor dem Hintergrund einer kalt glitzernden weihnachtlichen Pracht. So einen weißen Winter hatten die zerlumpten Männer, die dort saßen, zuletzt in den Tagen erlebt, als das Leben noch gut war und das Feuer nicht sie selbst, sondern nur ihre kindliche Neugierde wärmte. Aber das war schon so lange her, dass es schon fast ein anderes Leben zu sein schien.
Mit dem Erwachsenwerden war die Neugierde verblasst, wie eine abgelaufene, übermalte Werbeplakatwand, für die sich noch kein neuer Mieter gefunden hatte. Aber Mieter waren sie selbst ja auch schon lange nicht mehr. Eng scharten sich die Männer nun um eine alte Öltonne aus der nahegelegenen Raffinerie, in der sie den Müll verbrannten, den sie tagsüber gesammelt hatten. Für das Sauberhalten des Platzes und dafür, dass sie Touristen die Klanginstallation eines stadtbekannten Künstlers an den verbeulten Querverstrebungen der Brücke zeigten, bekamen sie vom Museum für moderne Kunst ein wenig Geld. Eine Zeitung hatte sie in dem Bericht über die öffentliche Einweihung des Projekts gar die Hirten der Töne genannt. Ein sozialromantischer Euphemismus, denn es war nicht genug, um es Gehalt zu nennen. Für ein paar innerliche Wärmeeinheiten reicht es allerdings schon. Das Werk sollte dazu beitragen, die akustische Wahrnehmung des Wesens der Stadt zu schärfen. Die Hirten der Töne brauchten dazu nur die Kälte unter ihrer Haut zu spüren. So achteten sie wie immer darauf, nicht aus dem Lichtkreis des wärmenden Feuers zu geraten, als auf einmal ein großer Schatten über die ganze Szenerie fiel und sie frösteln machte. Die Gruppe der Neuankömmlinge trugen Federboas über teuren Designeranzügen und das Funkeln ihrer anderen Accessoires machte den entstandenen Schatten mehr als wett. »Wollt ihr Spaß?« riefen sie gut gelaunt und lachten. Die Männer um die brennende Tonne herum taxierten die Neuankömmlinge misstrauisch. Sie sahen nicht wie die üblichen Kunsttouristen aus, aber auch nicht wie die Entscheidungsträger des Museumsvorstands. Sie erinnerten mit dem glühenden Leuchten in ihren Augen schon eher an die richtigen, das Leben feiernden Künstler. Ja, was wollen die? Was wollen die bloß von ihnen mitten in der Nacht? Jetzt entspannt euch mal. Wir haben tolle Neuigkeiten für euch. Lang genug habt ihr den reichen Touristen nur hinterhergeschaut. Heute Nacht seid endlich ihr dran. Keine Angst, das wird super. Und mit diesen Worten teilten sie Champagnerkelche aus und gossen offensichtlich teure Wärmeeinheiten hinein, denn glitzernde kleine Kristalle schwebten durch die perlende Flüssigkeit, wie sie es bisher nur einmal bei der Eröffnung der Klanginstallation in einer Flasche Elfenhof Gold gesehen hatten. Die offene, freundliche Art der Neuankömmlinge schaffte schnell Vertrauen und sie stießen miteinander an. Lebendig, fröhlich und gleichzeitig elegant tänzelten die Perlen im Glas und es war ihnen allen, als ob sie träumten. In der Nase schmeichelten komplexe Aromen mit anhaltender Feinheit von gelben Früchten und hellen Blüten. Am Gaumen offenbarte sich eine rassige Frucht mit Noten von frischer Brioche. Der Nachhall schien ewig und beinahe so unvergänglich wie Gold. Sie begannen die uralten Lieder zu singen und keine 33 Minuten später waren die Hirten der Töne ein Herz und eine Seele mit den nächtlichen Neuankömmlingen. Jetzt brannten sie geradezu darauf zu hören, was diese beinahe engelsgleichen Leute für Neuigkeiten zu erzählen hatten. Die Visionsaktionskünstler, denn um solche handelte es sich bei den Engeln, erzählten vom Anbruch einer neuen Zeit, in der jeder dieselben Chancen habe. Sie wollten die Hirten der Töne motivieren, sich dieser Bewegung anzuschließen und das durch einen Besuch bei dem Symbol der neuen Hoffnung, einem in dieser Nacht frisch geborenen Baby, zu dokumentieren. Die zerlumpten Männer verspürten inzwischen bereits einen solch unglaublichen Bewegungs- und Tatendrang, als hätten sie eine komplette Schiffsladung voll Energy Drinks zu sich genommen. Hoffnung und Mut durchströmten ihr Inneres in neu gestärkter Weise. Die Kälte der winterlichen Nacht spürten sie gar nicht mehr. So gut tat ihnen die aufbauende Gemeinschaft. Daher bedrängten sie die Engel nun, ihnen endlich den Weg zu beschreiben, damit sie schnell losgehen könnten, um dabei zu sein. Die Visionsaktionskünstler erklärten den Hirten der Töne den Weg ganz ausführlich, etwa 13 Minuten lang, und schärften ihnen ein, dass sie sich genau daran halten müssten, um nicht verloren zu gehen. Sofort
ließen die zerlumpten Männer alles stehen und liegen und machten sich voller Tatendrang auf den Weg. Unterwegs unterhielten sie sich über die großartige Vision einer besseren Welt, die die glitzernden Kunstengel vor ihren Augen entworfen hatten. Dabei tanzten und jubelten sie noch mindestens bis zur vierten Abzweigung. An der fünften Weggabelung zitierte einer von ihnen noch den schönen alten Kinderreim »Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür.« Und der Rest skandierte überschäumend im Chor: »Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt.« Sie lachten sich fast tot. So absurd erschien ihnen der Gedanke daran, sie könnten den neugeborenen Visionsträger nicht finden und mussten sich erst einmal hinsetzen und eine Weile verschnaufen. Als sie sich nach einer Weile wieder aufraffen konnten, merkten sie gar nicht, dass zwei von ihnen in einer dunklen Ecke liegen blieben. Der Weg wurde nun doch merklich beschwerlicher und die Abzweigungen immer komplizierter. Immer häufiger wurden sie sich uneinig über den Weg. Nicht alle erinnerten sich mehr an dasselbe. Sie wollten sich aber auch nicht ruhig hinsetzen, um zu überlegen. Zu stark drängte sie die neu gewonnene Lust auf Aktivität und Veränderung, kopfüber durch die Nacht zu tanzen wie die lustigen Kristalle in dem Elfenhof Goldchampagner. So kam es, dass sie sich an einigen Scheidewegen aufteilten. Denn alle hatten sie das ganz gewisse Gefühl, sich ganz genau an die Instruktionen der überirdischen Anweisungen der Glitzerengel zu halten. In Wahrheit war die Stadt aber einfach nur viel zu sehr gewachsen seit ihrem letzten Besuch. Das Gewirr der Straßen zu unübersichtlich, so dass keine der Gruppen ihren Bestimmungsort finden würde. Und nachdem sie bald 40 Stunden gewandert waren, brachen sie gerade da, wo sie jeweils waren, zusammen. Ihre Herzen rasten, die Münder waren trocken, die Kleidung schweißnass, die Gedanken fuhren Karussell. Und plötzlich überfiel sie ein Schmerz, ein furchtbarer stechender Schmerz in den Armen und der Brust. Darminhalt und Blaseninhalt quollen feucht und warm in ihre Beinkleidung. Und dann wurde es dunkel. Nicht abrupt, wie man sich das immer vorstellte, sondern quälend langsam wurden die Ränder ihrer Gesichtsfelder immer diffuser und zogen sich zusammen, bis sie nur noch durch ein kleines, winziges Piepshow-Guckloch das Leben erhaschten. Und ihr letzter Gedanke traf sie mit unausweichlicher Wucht. Bam! Sie hatten das Kind nicht gefunden. Verloren. Game over. Ende. Und aus. Das ist krass. So könnte es gehen, wenn man sich blenden lässt, wenn man sich täuschen lässt. Als ich an diesem Punkt mit der Geschichte angekommen war, war ich echt total am Ende. Da habe ich gedacht, nee, so kann ich das nicht stehen lassen. Das ist doch nicht Weihnachten, oder? Weihnachten bedeutet doch, dass irgendwie noch mehr kommen muss. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch gedacht, bei so vielen Leuten scheint es so zu sein, dass irgendwann wirklich Game Over ist. Aus, Schicht im Schacht, nichts geht mehr, kein Vor und kein Zurück. Aber dann habe ich mich auch wieder daran erinnert, dass Weihnachten ja auch gerade sagt, dass denen, die in tiefster Dunkelheit sitzen, wo nichts vor und zurück geht, dass denen ein Licht aufstrahlt. Und so habe ich mich wieder an meinen Schreibtisch gesetzt und habe die Geschichte weitergeschrieben. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt, hallte es dumpf in seinem Kopf nach. Blinzelnd versuchte er, die Augen zu öffnen. Grelles, blendendes Licht erwartete ihn. Die Luft roch leicht nach Ozon. Aus dem Licht, das in die Dunkelheit seiner Ohnmacht hereinstrahlte, schälte sich eine große weiße Person heraus mit langem, gelocktem, blonden Haar,
die in den zur Seite ausgestreckten Händen zwei riesige Elektroden eines Defibrillators hielt. War er tot? Ob das wohl ein richtiger Engel war? Von der Silhouette her könnte es fast hinkommen. »Fürchte dich nicht«, sagte da die große weiße Lichtgestalt mit einem volltönenden Bass. Und hinter ihr brandete Jubel auf und er hörte viele Stimmen, die riefen »Halleluja, wir haben es geschafft, wir haben wieder Herztöne«. Und als seine Augen sich an das Licht gewöhnt hatten, da sah er neben den engelsgleichen Weißkitteln auch alle seine Freunde, die anderen Hirten der Töne, die er schon verloren geglaubt hatte. Ah, oh, die Freude war riesengroß. Und nach einer Weile erfuhr er aus dem fröhlichen Stimmengewirr, dass die nächtlichen Glitzerengel ihnen mit dem Champagner eine gehörige Portion Crystal Meth verabreicht hatten. Man hatte ihre fortschreitende Desillusionierung filmen wollen in einer Art aktionskünstlerischem Snuff-Video-Happening. Die weißen Gestalten schoben sein Bett nun aus dem OP und die ganze Gruppe sollte in einen Gemeinschaftssaal verlegt werden. Auf dem Weg dahin schon boten andere aus der Gruppe der Engel allen Hirten der Töne zusammen Plätze in eine Therapiegemeinschaft an, wo sie die Schatten der Vergangenheit in gemeinsamer Arbeit an ihren Herzen überwinden könnten. Und dann geschah es. Einfach so. Fast hätten sie es gar nicht bemerkt. Aber als sie an der Kinderstation vorbeikam, da hielt eine Schwester gerade ein neugeborenes Baby in die Höhe. Unwillkürlich hielten sie den Atem an und es wurde ihnen ganz warm ums Herz. Die Bedeutung dieses Augenblicks war niemandem entgangen. Die wahre Hoffnung auf eine bessere Welt hieß Liebe, Wachstum und Vertrauen auf den Schutz und Gnade Gottes. Später erzählten sie noch oft, was sie alle übereinstimmend in diesem Augenblick gesehen hatten. In der Glasscheibe spiegelte sich nämlich ein gütiges Gesicht, das jeden Einzelnen ganz persönlich anlächelte. Und dann nahm Gott, denn um niemand anderen konnte es sich bei dem Gesicht handeln, eine Kerze, steckte sie überraschend als fünfte Kerze auf einen Adventskranz und zündete sie an. Dann nahm er ein großes Glas und stellte es als Windlicht über alle fünf Kerzen, sodass keine davon mehr im rauen Wind des Alltags verlöschen konnte. Und der blonde Engel, der immer noch den Defibrillator in den Händen hielt, rezitierte den Propheten Jesaja, aber nicht den aus den normalen Weihnachtsgottesdiensten, sondern den aus dem tröstenden Kapitel vom Sinn des Lebens, dem Kapitel 42. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Unbeirrbar sagt er allen, was wahr und richtig ist. Er selbst wird nicht müde, nie verliert er den Mut, bis er auf der ganzen Erde für Recht gesorgt hat. Das könnt ihr mal nachlesen in Jesaja 42, die Verse 3 und 4. Weihnachten heißt, Gott selbst zündet allen Menschen das fünfte Lichtlein an. Er ist der Gott der zweiten Chance. Gloria in excelsis Deo und Friede auf Erden in allen Menschen. Und in diesem Sinne wünsche ich auch euch heute einen guten Endspurt und morgen ein fantastisches Weihnachtsfest. Morgen also die letzte Geschichte des literarischen Adventskalenders, morgen aus Schneidheim. Das ist in der Nähe von Königstein, wo ich zwei Gottesdienste halten werde, einmal um 15.30 Uhr und der zweite Gottesdienst um 17 Uhr. Und entweder davor oder danach, ich glaube besser davor, lese ich noch die letzte Geschichte vor. Also, bis dann, ihr Lieben, macht's gut, tschüssi!